herzlichen Dank für diese sehr freundliche, lobende Einführung. Ich bin sehr zufrieden, wieder einmal in Göttingen sein zu dürfen und beginne gleich mit meinem Vortrag, der sich, das ist ja schon angedeutet worden, von anderen Beiträgen dieser Ringvorlesung, die Sie vorher gehört haben, unterscheidet. Zum einen behandle ich mit diesen NS-Akademien der Wissenschaften Institutionen, die sich nicht als außeruniversitär verstehen. Außeruniversitär ist eines der Worte im Untertitel dieser Ringvorlesung. Zum anderen erfordert mein Thema, dass wir uns heute auf Projekte und Texte einlassen, denen es ausdrücklich darum ging, der NS-Ideologie einen maßgeblichen Platz im Wissenschaftsbetrieb zu verschaffen und zu sichern. Während also meine Vorredner vorwiegend die so lange verkannte Breite, Zielstrebigkeit und Effizienz der NS-Wissenschaftspolitik trotz des Wettkampfes eifersüchtiger Dienststellen und Akteure betont haben, während sie sehr genau gewisse Umverteilungen von Ressourcen für die wissenschaftliche Forschung nachverfolgt haben, ist es mein Auftrag heute, uns kulturrevolutionären Deklamationen auszusetzen, die sich etwa so anhören. Beim Semesterantrittsappell der Hochschulgruppe Göttingen des NSD-Dozentenbundes, der hat stattgefunden am 16. April 1937, umriss der GAU-Dozentenbundsführer PG Professor Schürmann die Ziele des Nationalsozialistischen Dozentenbundes in Göttingen und Niedersachsen. Die heutige Stellung der Göttinger Hochschule zeigt sich an dem starken Widerhall, welchen sie in der Öffentlichkeit findet. Die bisherige Entwicklung erlaubt es, die Universität Göttingen in starkem Maße in die gesamte deutsche Hochschulgestaltung hineinzustellen. Der Göttinger Dozentenbund hat sich zu einer äußerlich wie innerlich gefestigten Organisation entwickelt. Dieser fehlte bislang nur noch der Schlussstein in Gestalt einer Zusammenfassung der geistig-politischen Arbeit. Kamerad Schürmann hat diesen Schlussstein mit der an diesem Abend verkündeten Errichtung der Dozentenakademie Göttingen vollzogen. Die Dozentenakademie soll weltanschauliche Grundlage und geistiger Mittelpunkt der Universität werden. Hier sollen die Vertreter der maßgeblichen Fächer durch Vortrag und Aussprache zueinander in fruchtbaren Gedankenaustausch treten. Von dieser Stelle des NSD-Dozentenbundes aus soll die geistige Neuausrichtung der Universität von innen her vorangetrieben werden. Es gilt, die letzten geistigen Positionen der liberalen Reaktion aus der Welt zu schaffen. Diese Dozentenakademie ist somit berufen, die geistige Entwicklung der nächsten Jahrzehnte entscheidend zu beeinflussen. In dem Ringen der nationalsozialistischen Weltanschauung mit den feindlichen Mächten ringsum wird es letzten Endes entscheidend sein, ob es gelingt, den Gegner durch die geistige Kraft und Wahrheit unseres nationalsozialistischen Denkens zu überwinden. Hieran mitzuarbeiten ist die wichtigste Aufgabe des NSD-Dozentenbundes. Die Göttinger Dozentenakademie soll sich als Stoßtrupp der geistigen Revolution bewähren. Die Leitung der Göttinger Dozentenakademie hat Herr Professor der Philosophie P.G. Heise übernommen. Schon in den nächsten Wochen wird die Dozentenakademie ihre Arbeit aufnehmen. Über diesen Semesterantrittsappell des Sommersemesters 1937 wurde auch in den Göttinger Nachrichten berichtet und der Artikel ist auch in eine Kuratorialakte gewandert. Die Göttinger Nachrichten existierten damals neben dem Göttinger Tageblatt. Beide unterschieden sich in der politischen Ausrichtung überhaupt nicht, aber die Göttinger Nachrichten waren eben das offizielle Parteiblatt. In diesem Bericht wird erwähnt, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, dass vor Arthur Schürmann, der die Errichtung der NS-Akademie verkündete, der Mineraloge Friedrich Drescher-Kaden bei diesem selben Semesterappell einen Vortrag über Naturwissenschaft und nationalsozialistische Weltanschauung gehalten hatte. Von Drescher-Kaden wird später noch die Rede sein. Bevor ich diese Dokumente erläutere und damit in meinen Gegenstand einsteige, möchte ich kurz vorweg erklären, warum ich Ihnen heute Abend solche ideologischen Kraftmeiereien zumute. Meine Hauptthese ist, dass die Göttinger NS-Akademie, obwohl sie kaum 3 Jahre lang aktiv war, erstens wesentlich mitgeholfen hat, die Göttinger Forschungslandschaft und vor allem die traditionelle Gesellschaft der Wissenschaften, später Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, im Sinne des NS-Staates zu politisieren.
Und zweitens, dass insbesondere die Erinnerung an die kurzlebige NS-Akademie nach 1945 die willkommene Möglichkeit eröffnete, das Engagement anderer Kollegen für den NS-Staat als vergleichsweise gemäßigt darzustellen. Nun einige Kommentare zu dem Text, den ich am Anfang verlesen habe. Erstens, die neu gegründete Göttinger Institution wird hier vielleicht in Anlehnung an Heidelberger Projekte, von denen ich später noch kurz rede, Dozentenakademie genannt. Das kann missverständlich sein, weil Dozentenakademien auch die zweite Stufe der Schulungslager bezeichnete, die ein junger Wissenschaftler damals durchlaufen musste, um zu seinem wissenschaftlichen Grad Dr. Habil auch die Venia Legendi, das Recht, Vorlesungen zu halten, zu erwerben. Später wird die Neugründung, die hier verkündet wird, in den Vorlesungsverzeichnissen als Nationalsozialistische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen bezeichnet. Ich werde der Kürze halber von NS-Akademie Göttingen reden. Zweite Bemerkung. Gründer der neuen Akademie war der NSD-Dozentenbund, NSDDB. Er war 1935 aus dem NS-Lehrerbund herausgelöst worden, um alle Mitglieder der NSDAP unter den Hochschullehrern, vom ordentlichen Professor bis zum wissenschaftlichen Assistenten, zusammenzufassen. Ab 1936 war der Dozentenbund eine Gliederung der Partei. Als Reichsamtsleiter mit Sitz in München fungierte von 1935 bis 1944 der Ministerialdirektor im Bayerischen Innenministerium und Chirurg Dr. Walter Schulze, dem wir noch begegnen werden. Der NSDDB, das war seine Aufgabe, sollte die NS-Ideologie in Hochschulpolitik, Forschung und Lehre an den Hochschulen umsetzen, was immer das heißt. Obwohl die Personalentscheidungen an den Hochschulen bis zum Ende der Nazizeit letztlich beim Ministerium, Reichserziehungsministerium, blieben, hatte bei jeder Berufungsangelegenheit der Reichsdozentenführer via Gaudozentenführer und Dozentenführer, nicht wahr? Der Dozentenbund ist so strukturiert wie die Partei, der jeweiligen Hochschule Gutachten einzuholen und dem Ministerium vorzulegen. In diesen Gutachten wurde der Kandidat im Hinblick auf seine wissenschaftlichen, politischen, charakterlichen und pädagogischen Qualitäten bewertet. Von Anfang an betrachtete der NS-Chefideologe Alfred Rosenberg den Dozentenbund als lästigen Konkurrenten, denn er sah sein Amt Rosenberg als die einzige für sämtliche Bereiche der Kultur und Wissenschaft zuständige Parteiorganisation an. Für den Hochschulbereich plante er keineswegs neue Akademien in existierenden Universitäten, sondern er strebte die Neugründung einer hohen Schule an, was aber bis 1945 eben nicht verwirklicht wurde. Dritte Bemerkung. Der 1903 geborene und 1934 nach Göttingen berufene Ordinarius für Agrarwesen und Agrarpolitik, Arthur Schürmann, war Gau-Dozentenbundsführer im Gau Südhannover-Braunschweig und somit Vorgesetzter der Dozentenbundsführer von 7 Hochschulen, darunter die Universität Göttingen. Auf Reichsebene war er gleichzeitig Fachschaftsleiter für Wirtschaftswissenschaften und kommissarisch Fachschaftsleiter für koloniale Wissenschaft. Seine Göttinger Professur war bei der Landwirtschaft, also in der mathematischen naturwissenschaftlichen Fakultät, angesiedelt. Ab 1935 wurde er jedoch daneben auch Mitglied der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, trotz des erbitterten Widerstandes dieser Fakultät, und Direktor des neu gegründeten Instituts für Agrarwesen und Wirtschaftspolitik. Arthur Schürmann war der sichtbarste und berüchtigste unter den jungen Nationalsozialisten, die die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät nach ihren politisch-ideologischen Vorstellungen umkrempelten und deren rabiate Vorgehensweise im Umgang mit Kollegen ebenso wie durch Missachtung akademischer Qualifikationskriterien schon in den Göttinger Universitätsakten der Kriegszeit als terroristisch beschrieben wurde. 1943 schließlich wurde Schürmann durch den Rektor Plischke und den damaligen Göttinger Dozentenbundsführer Drechsler mittels eines Plagiatsprozesses kaltgestellt. Im Rahmen dieses Vortrags ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen,
dass der notorische Nazi Arthur Schürmann in der Innenwelt der Göttinger Universität das politische Spektrum gewissermaßen nach rechts erweiterte und eben dadurch andere Kollegen, wie zum Beispiel Hans Plischke, von dem nächste Woche ja in einem ihm gewidmeten Vortrag hier die Rede sein wird, als vergleichsweise gemäßigt erscheinen lassen mochte. Durch seine exponierte Parteiposition konnte Schürmann übrigens auch einigen Kollegen, wie zum Beispiel Hans Heise oder Helmut Hasse, mitunter helfen, wenn sie mit außeruniversitären Parteistellen der Stadt oder insbesondere des Kreises P.G. Gengler Schwierigkeiten bekamen. Vergessen wir auch nicht, das muss ich vielleicht auch mal erinnern, wir sind jetzt 1937 hier, dass es zur Zeit der Gründung der NS-Akademie in diesem Jahr 1937 natürlich schon gar keine im Sinne des Berufsbeamtumsgesetzes vom April 1933 politisch unzuverlässigen oder nicht-arischen Kollegen an der Universität mehr gab und dass die letzten verbliebenen Kollegen, die zwar arisch, aber mit jüdischem Ehepartner, arbeiteten an der Universität, just in diesem Frühjahr, Sommer 37 aus ihren Stellen verdrängt wurden. Alle verbliebenen oder neu berufenen Göttinger Professoren verdanken also ihre aktive Stellung mindestens einer beamtenrechtlichen Kompatibilität mit dem neuen Staat. Nun zu dem als Leiter der neuen NS-Akademie auserkorenen Philosophieprofessor Hans Heise. Circa 12 Jahre älter als Arthur Schürmann, geboren 1891, begann Heise schon vor dem Ersten Weltkrieg Philosophie, auch Psychologie und Sprachen zu studieren. Er promovierte 1919 in Bern, das ist eine Geschichte für sich, die ich hier übergehe, die ich nicht weiter detailliere, und habilitierte sich 1925 in Breslau. 1932 wurde er maßgeblich, also 32 vor 1933, wurde er maßgeblich empfohlen von Martin Heidegger auf Immanuel Kants Lehrstuhl an der Universität Königsberg berufen. 1933 entwickelte er dann anscheinend auch nach Gesprächen mit Heidegger seine Begeisterung für die nationalsozialistische Bewegung, trat der Partei bei und wurde Ende 1933, ein gutes halbes Jahr später als Heidegger in Freiburg, seinerseits Rektor der Universität Königsberg. Sowohl in seiner Antrittsrede als Rektor, als auch viel breiter in seinem 1935 erschienenen Hauptwerk Idee und Existenz, findet man große philosophiehistorische Bögen, die stets von Platon ausgehend und bis zur nationalsozialistisch gedachten neuen deutschen Philosophie reichen. In ihnen fasst Heise die jeweils herauspräparierten Momente unserer Geistesgeschichte stets essentialistisch als Artikulationen geschichtlicher Prinzipien bzw. wesenhafter Merkmale der sie tragenden Völker auf. Zur, ich zitiere, Synthesis und Antithesis von Antike und Christentum, Zitat Ende, kommt in der Neuzeit, in seiner Darstellung der Geistesgeschichte, noch die Entwicklung der für Heise schwer verdaulichen modernen Naturwissenschaft, die nun wieder in den 30er Jahren mit dem lebendigen deutschen Dasein in Einklang gebracht werden müsse. Das Buch von 1935 endet mit den Worten: So ist unsere Konzeption von Philosophie und Wissenschaft die Besinnung auf die Grundlagen und Grundwerte unseres Seins und Lebens, in denen wir des göttlichen Grundes der Welt inne werden und wie die platonische Philosophie als höchster Ausdruck des griechischen Wesens und Wollens gipfelt in der Politeia, so wird unsere Philosophie und Wissenschaft als Form unseres germanisch-deutschen geschichtlichen Lebens ihren höchsten Rang gewinnen in der Idee und Wirklichkeit des Neuen Reiches. In einem Gutachten über Heise schrieb der Reichsamtsleiter des nationalsozialistischen deutschen Dozentenbundes Walscher Schulze am 25. August 1936, ich zitiere, die Hoffnungen, die man auf ihn als Rektor in Königsberg setzte, der als Parteigenosse die Königsberger Universität im nationalsozialistischen Sinne aufbauen sollte, erfüllten sich nicht. Im Gegenteil, manche politisch dunklen Elemente stifteten zur Amtszeit Heises in Königsberg erhebliches Unheil an.
steht das hier. Heise ist Idealist und reichlich weltfremd, hat auch das beste Wollen im Sinne des heutigen Staates, die Universität aufzubauen. Ebenso schnell wie sein Stern am Horizont auftauchte, ist er auch wieder verblasst. Immerhin attestierte Schulze in diesem Gutachten dem Philosophen, er sei, Zitat, charakterlich und menschlich in jeder Beziehung einwandfrei, und bewertete sein Verhalten zum heutigen Staate als, Zitat, in jeder Beziehung positiv. Die konfliktreiche Lage in Königsberg, Heises dortige Wiederwahl zum Rektor in geheimer Wahl, im Frühjahr 1935 wurde vom Ministerium kassiert und jemand anders eingesetzt, übergehe ich hier und bestrunne stattdessen die Rolle, die dem offenbar polyglotten und habituell sehr präsentablen Philosophen Hans Heise in der zweiten Hälfte der 30er Jahre und auch noch während des Krieges immer wieder zugedacht wurde, nämlich die Repräsentation einer neuen deutschen Philosophie auf internationalen Bühnen. So wurde er 1936 alleiniger Herausgeber der traditionsreichen internationalen Zeitschrift Kant-Studien, knüpfte im Herbst 1936, offenbar unterstützt von der Dienststelle des damaligen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters von Ribbentrop, er war noch nicht Außenminister, Kontakte mit britischen Philosophen und Intellektuellen, wurde 1937 mit der Leitung der deutschen Delegation bei dem wichtigsten Philosophenkongress jener Dekade überhaupt bestellt, nämlich den Kongress in Paris zum Gedenken an Descartes, 1637 erschienen, Discours de la Méthode. Im August 1838 leitete Heise die deutsche Delegation zum Kongress der spanischen Asociación para el Progreso de las Ciencias in Santander und nach dem folgenden Kongress, das war sogar vor dem Ende des spanischen Bürgerkriegs, nach dem folgenden Kongress dieser Assoziation in Saragossa im Dezember 1940 hielt er außerdem noch je einen Vortrag in spanischer Sprache mit Erlaubnis des Auswärtigen Amtes in Madrid und in Barcelona. Dazu kamen zahlreiche weitere Reisen mit kulturpolitischer Mission in verschiedene Länder. Insofern, in Reflexionen über die Wissenschaftspolitik zwischen 1935 und 1945 wissenschaftliche Akademien mit internationalen Wissenschaftskontakten assoziiert wurden, mag zu Heises Ernennung zum Leiter der Göttinger NS-Akademie das Vertrauen in seine internationale Statur beigetragen haben. Aber ich bin den Ereignissen vorausgeeilt, dass Heise seit Wintersemester 36, 37 überhaupt hier in Göttingen Philosophie lehrte und nicht mehr in Königsberg, verdankte er einer Berufung, die, wie Hans-Joachim Dahms in dem Buch, auf das Eva Schumann hingewiesen hat, herausgefunden hatte, nicht nur gegen den Willen, sondern auch hinter dem Rücken der Philosophischen Fakultät insgeheim von dem damaligen Rektor, dem Germanisten Friedrich Neumann und dem Dekan dem damaligen Dekan der Philosophischen Fakultät Hans Plischke durchgezogen worden war. Heise folgte so letztlich Ende 1935 nach dem Reichsbürgergesetz als Jude entlassenen Georg Misch auf dieser philosophischen Professur nach. Die Berufung Heises begann mit einem Schreiben des Rektors Neumann vom 28. Mai 1935, in dem dieser ihn um geeignete Namen für die Neubesetzung des philosophischen Lehrstuhls in Göttingen durch eine, Zitat, wirkliche Kraft bittet und auch ausdrücklich anfragt, ob Heise unter Umständen selbst zur Verfügung stünde. Heise war offenbar heilfroh durch dieses kameradschaftliche Gemauschel aus Königsberg herauszukommen. Er versuchte dann sogar noch seine Berufung nach Göttingen auf das Sommersemester 36 vorzuziehen. Als sich dies als unmöglich erwies, beantragte er beim Ministerium kurzfristig für den Sommer 36 ein Freisemester, das er auch erhielt. Das waren meine Bemerkungen zu diesem Text, der vorher zu sehen war. Wenden wir uns nun den offensichtlichen Fragen über die neu gegründete NS-Akademie in Göttingen und über das Feld der NS-Akademien zu. Erste Frage, wer waren die Mitglieder dieser Akademie? Sie sehen hier in einem Schreiben des Göttinger Rektors an das Ministerium vom 5. Juli 1937 die früheste mir bekannte Mitgliederliste der NS-Akademie. Und ich habe die auch erst in den Vorbereitungen für diesen Vortrag entdeckt
Vorher war sie mir nicht bekannt. Da haben wir, ich kann das schnell durchlesen, also Brockmann, Drescher Kaden, Hans Heise, Walter Hinz, der Iranist, der Nazi-Theologe Emanuel Hirsch, Walter Lenkheit, Friedrich Neumann, dann Rath, Schürmann, Siegert, Otto Sommer, Wehe Fritz, der Gynäkologe und Hans Welzel, Professor für Strafrecht. Vergleicht man, gut, das ist eine Liste von Namen, wie will man sie verstehen? Ich schlage vor, sie zu vergleichen, das sind 13 Namen, mit den 15 Autoren eines Bandes, betitelt Volk und Hochschule im Umbruch, der 1937 zur 200-Jahr-Feier der Göttinger Universität erschien. Dann finden sich zwischen der ersten Liste der NS-Akademie und den Autoren dieses Buches 10 Übereinstimmungen. Dies erlaubt uns die von Schürmann, Rath und Siegert inspirierte Kameradschaft, von der im Vorwort dieses Bandes dort die Rede ist, die Kameradschaft, die dieses Buch der Universität übergibt, einzukreisen, die einerseits über zwei Semester hinweg jetzt sieht man, glaube ich, die Kameradschaft dort, ich weiß nicht mehr, eine Ringvorlesung organisiert hatte im Vorlauf zu den 200-Jahr-Feiern der Göttinger Universität. Das war also im Winter 36, 37 und im Sommersemester 1937. Und aus dieser Ringvorlesung entstand das Buch. Genau, diese Ringvorlesung. Aus der dann jener Sammelband entstand, in dem sie ihre nationalsozialistische Stimme zum 200-jährigen Jubiläum der Göttinger Universität beisteuerte und die andererseits beschloss, ihre Gemeinschaftsarbeit in die Form einer NS-Akademie zu gießen. Das ist also eine sehr frühe Liste aus 1937. Die erste veröffentlichte Mitgliederliste der NS-Akademie Göttingen findet sich erst im Vorlesungsverzeichnis des Wintersemesters 38-39. Sieht so aus und ist verschieden von der ersten Liste. Ich habe jetzt diese Namen noch einmal für Sie anders aufgeschrieben, indem ich dabei schreibe, welche universitär herausragenden Funktionen, insbesondere Dekane einer Fakultät oder Funktionen innerhalb der Organisation des NSD-Dozentenbundes, die einzelnen hier aufgeführten Mitglieder innehatten, weil das sicherlich eine wichtige Information ist. In dieser Liste aus dem Wintersemester 38-39 haben wir zwei Namen, die ich hier mit einer etwas anderen Farbe angebe, das ist Helmut Hasse einerseits und der letzte Hermann Zenk, der Musikwissenschaftler andererseits. Die habe ich deshalb herausgehoben, weil sie beide zu dieser Zeit oder vorher schon Mitglieder der traditionellen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen waren. Zenk ist allerdings nur einmal in der Liste vertreten, ab dem nächsten Semester fehlt er. Es ist immer schwer, Listen zu vergleichen, besonders wenn man sie so kurz gezeigt bekommt, wie ich das jetzt mit Ihnen gemacht habe. Aber vielleicht haben Sie bemerkt, dass Friedrich Drescher Kaden in der ersten Liste stand, aber in dieser zweiten Liste fehlt. Wann genau er aus dem Club ausgeschieden ist, weiß ich nicht. Sicher war dies aber spätestens am 10. Juni 1938 der Fall. Das war der Tag, an dem die Göttinger NS-Akademie hier in dieser Aula feierlich eröffnet wurde, eingerahmt von, naja, wir sind in Göttingen, Händel als Eröffnung und dann Volkslieder am Ende, nach einer Einlassung von Hans Heise über Weltanschauung und Wissenschaft, vor allem eröffnet durch eine robuste Rede des Reichsdozentenbundführers Walter Schulze mit dem Titel Der politische Sinn der Nationalsozialistischen Akademie der Wissenschaften. Das ist also die offizielle Eröffnung der ein Jahr vorher gegründeten NS-Akademie. Zu diesem Anlass waren sämtliche Göttinger Hochschullehrer eingeladen. Insbesondere viele anwesenden Mitglieder der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen waren definitely not amused über das, was sie von Herrn Schulze bei diesem Anlass zu hören bekamen. Und so arbeitete der Historiker Karl Brandy,
unter Mithilfe des Ägyptologen Hermann Kees, des Physiologen Hermann Rhein und Friedrich Drescher Kadens eine Denkschrift aus, um die Wichtigkeit und Aktualität der traditionellen Akademie insbesondere gegen Schulzes Vorwurf zu verteidigen. Ich zitiere jetzt aus dieser Verteidigung, die erst Schulze referiert: Vorwurf, dass sich die Wissenschaft bisher und noch heute in einem Sammeln, Aufspeichern und Registrieren toten Wissens erschöpfe, sich in Spezialitäten auflöse und die Fühlung zum Leben verloren habe. Die Arbeit der alten Akademien sei erfolglos geblieben, da ihrer Zielsetzung schon früh der universale Gedanke gefehlt, dass etwa die Berliner Akademie seit dem Tode von Leibniz nichts mehr geleistet habe. Dazu wäre zu sagen, nehmen jetzt die Akademiemitglieder gegen Schulz Stellung. Dazu wäre zu sagen, dass sich die deutsche Wissenschaft im Zuge der gesamten wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung mit Naturnotwendigkeit in die feinsten Spezialitäten entwickeln musste. Denn gerade in dieser Vertiefung und Verfeinerung liegt ihre unersetzliche Bedeutung für das praktische Leben. Für die Durchführung des Vierjahresplanes ist beispielsweise ein einheitliches Wissenschaftsbild minder wichtig als die Fülle und Präzision unserer chemischen, physikalischen und biologischen Spezialforschungen. Das Bedürfnis der Staatsbehörden und der Industrie nach gründlich durchgebildeten Akademikern, allein schon im Hinblick auf die Wehrhaftmachung, kann nicht mehr befriedigt werden und ist der beste Beweis dafür, wie sehr die Selbstbehauptung Deutschlands in der Welt auf diesen Hilfskräften mit beruht. Die deutschen Akademien sind an unserer wirtschaftlichen Mobilmachung maßgebend mitbeteiligt und stolz darauf. Groß, jetzt Zitat, groß sind die Verdienste, die sich die bedeutendsten der alten Akademien durch Jahrzehnte, ja durch Jahrhunderte erworben haben, äußerte noch kürzlich der Herr Reichsminister der Luftfahrt bei Eröffnung der gerade im Sinne weiterer Spezialisierung wissenschaftlicher Arbeit gegründeten Deutschen Akademie für Luftfahrtforschung, über die wir heute vor einer Woche einen Vortrag in dieser Ringvorlesung gehört haben. Des Weiteren wird in dieser längeren Denkschrift der Göttinger Akademiker der in der traditionellen Akademie gepflegte interdisziplinäre Austausch ebenso hervorgehoben wie die internationalen Kontakte von Veröffentlichungen zwischen den Akademien. Dieser Protest der Akademie gegen die neue ideologische Schwester und Konkurrentin wurde dann durch den Universitätskurator Boyunga mit unterstützendem Kommentar an das Ministerium weitergeleitet. Ich komme auf das Verhältnis der beiden Akademien später zurück. Wie hat die Göttinger NS-Akademie gearbeitet? Was hat sie getan und geleistet? Die Antwort ist leider sehr schnell zu geben. Was heißt leider? Die Antwort ist schnell zu geben in drei Punkten. Und für den ersten Punkt muss ich leider noch einmal zurückgreifen auf das Jahr 1937. Ich habe schon gesagt, das war das Jahr der 200-Jahr-Feier der Göttinger Universität. Die Aula, in der wir jetzt sind, sah so dekoriert aus für diese Feier. Das Vorlesungsverzeichnis zum Jubiläumssemester. Von außen sah die Aula so aus. Und bei diesen Feierlichkeiten, die bedeutendsten Personen war natürlich dort links in Uniform der Reichsminister Rust, der, wie die Zeitung dann auch entsprechend herausstrich, anwesend war, und neben ihm eben in der Mitte mit Talar und Mütze Friedrich Neumann, der Rektor Germanist. Dieser Friedrich Neumann ließ in der Sonderbeilage des Göttinger Tageblatts zu den 200-Jahr-Feierlichkeiten diese Erklärung mit einrücken, in der er ganz besonders am Anfang ausführt, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, dass es auf keinen Fall angemessen sei, die Geschichte der Göttinger Universität als vorwiegend mathematisch, naturwissenschaftlich oder gar mathematisch-physikalisch. Er spielt da mit dem Namen der Fakultät mathematisch-naturwissenschaftlich und dem Namen der Klasse der Akademie mathematisch-physikalische Klasse, dass man das in den Vordergrund stellt. Also er war als Germanist, als Geistwissenschaftler sehr antinaturwissenschaftlich und hat auch schon aus diesem Grunde den Widerstand vieler
Naturwissenschaftler auf sich gezogen. Die Feierlichkeiten fanden unweit von hier, das wissen viele von Ihnen, am Adolf-Hitler-Platz statt. Ich sage Adolf-Hitler-Platz nicht, um Sie zu schockieren oder zu belustigen, sondern weil es diese eine heute nicht mehr gibt. Das ging vom Theaterplatz bis zu dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle, bis zum Albani-Platz. Und dort hat man dieses Ding, diese Halle hingezimmert, die von innen so aussah. Und das sind die Programmpunkte. So, bei diesen Feierlichkeiten zur 200-Jahr-Feier war also die Akademie, die NS-Akademie der Wissenschaften und nicht die traditionelle Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, offiziell vertreten durch eine Rede von Hans Heise, in der er den Akademiegedanken, also das ist der Titel und Anfang dieser Rede, in der er den Akademiegedanken natürlich von der platonischen Akademie ausgehend durch die abendländische Geschichte verfolgte, um dann gegen Ende auszurufen, indem das deutsche Leben und der deutsche Geist aus schöpferischer Ursprünglichkeit und innerer Freiheit um diese Probleme ringen, gestaltet sich inmitten des großen Geschehens der neue Akademiegedanke, der als Ausdruck tiefster Erkenntnis und Wahrheit und als Form einer echten Gemeinschaft unmittelbar mit der Idee und Wirklichkeit des neuen Reiches verbunden ist, der darum das inspirierende innere Prinzip der kommenden deutschen Universität selbst ist. Das war der erste öffentliche, sichtbare, hörbare Auftritt der neuen NS-Akademie, öffentliche. Zweitens, was hat die NS-Akademie getan? Sie ist in ihre Räume eingezogen, und zwar im Rahmen des Umzugs des Philosophischen Seminars in die Wagnerstraße 1 gab es eine gewisse Geldmenge, 2100 Reichsmark, um eine Clubgarnitur zu kaufen in die unteren Räume der Wagnerstraße 1 zu stellen, wo dann die Sitzungen der Akademie im Kreis ihrer Mitglieder, vielleicht mit eingeladenen Vortragenden, stattfanden. Die Quellenlage, das hat Eva Schumann in der Einleitung schon gesagt, ist außerordentlich schlecht. Es gibt, ich habe keine einzige Einladung zu einer Sitzung zu Gesicht bekommen aus der Zeit, wo Heise noch einlud, und kann also auch keine Titel von Vorträgen auflisten. Es gibt einen Text, der als Quelle nicht sehr belastbar ist. Es ist ein Persilschein von Helmut Hasse für Arthur Schürmann aus dem Jahr 1949, aus dem ich einen Absatz zitiere. Da schreibt Hasse: Ich möchte den Charakter dieser Sitzung der NS-Akademie mit denen der Leopoldinischen Akademie der Naturforscher in Halle vergleichen, wie sie in den Jahren 1925 bis 30 unter Leitung des damaligen Präsidenten Walter, wir sind in den 20er Jahren, es war noch nicht abderhalten, gestaltet wurden. Auch dort waren im Gegensatz zur Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, sagt Hasse, lange und sehr ergiebige Diskussionen im Anschluss an die Vorträge die Regel, und es gehörte mit zu den Zielsetzungen dieser Akademie, das gegenseitige Verstehen zwischen den Einzelfächern zu vermitteln. Genau dieselbe Funktion hatte sich die Dozentenakademie in Göttingen zum Ziel gesetzt und arbeitete ganz bewusst in diese Richtung. Die einzigen Einladungen zu Sitzungen eines Arbeitskreises, der diese Akademie fortführte, aber eben nicht mehr NS-Akademie hieß, sind diese hier, die ich Ihnen kurz zeige, und die verschickt wurden von Herrn Drechsler in der Kriegszeit als Dozentenbundsvorsitzender und dann auch als Rektor. Die wissenschaftliche Bilanz der Arbeit der Göttinger NS-Akademie ist also sehr mager. Sie hat es nicht vermocht, laufende Veröffentlichungen zu produzieren. Soweit ich weiß, gab es nur die zwei schon erwähnten Anlässe, Heises Rede zur 200-Jahr-Feier und die feierliche Eröffnung durch den Reichsdozentenbundführer 1938, bei denen die Göttinger NS-Akademie aus ihrer Clubecke heraustrat. Man darf wohl hinter dieser dürftigen Bilanz in erster Linie die organisatorische Unfähigkeit des Leiters Hans Heise vermuten, der auch als alleinverantwortlicher Herausgeber der Kant-Studien diese große philosophische Zeitschrift nach den Bänden für 1936 und 1937 erst einmal eingehen ließ.
Nächste Frage. In welchem reichsweiten Kontext stand die Göttinger NS-Akademie? Noch vor Heidegger in Freiburg und Heise in Königsberg gab es 1933 einen dritten, fast 10 Jahre älteren Philosophendirektor im jungen NS-Staat, der sich um eine nationalsozialistische Durchdringung seiner Hochschule bemühte. Das war der Pädagoge und Philosoph Ernst Krieg, der 33 Rektor der Goethe-Universität Frankfurt war. Im Jahre 1937 finden wir Krieg als Rektor der Universität Heidelberg wieder, wo er eine Dozentenakademie mit eben jenen Zielen initiiert, die Walter Schulze 1938 bei allen Eröffnungen von NS-Akademien teilweise mit explizitem Verweis auf Krieg vortragen wird. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das war die eine Einladung zum dritten Semester der Dozentenakademie Heidelberg, die ich in einer Akte gefunden habe. Und hier ist ein Artikel aus dem Göttinger Tageblatt aus der Beilage 37 zur 200-Jahr-Feier von Krieg, wo er über seine Umsetzung einer modellhaften nationalsozialistischen Universität redet und insbesondere die Dozentenakademie als wesentliches Element davon erwähnt. Krieg war also präsent mit diesem Konzept, nannte es Dozentenakademie. Allerdings wurde diese Heidelberger Dozentenakademie niemals in die Reihe der Akademien des NSD-Dozentenbundes aufgenommen. Krieg projektierte über die Dozentenakademie in Heidelberg hinaus die Einrichtung eines Volks- und Kulturpolitischen Instituts an der Universität Heidelberg. Es sollte damit eine Generation von jungen Gelehrten aus den verschiedenen Fächern und Fakultäten ausgerüstet werden, ihre fachwissenschaftliche Arbeit auf den Grund der völkisch-politischen Weltanschauung wie der zugehörigen deutschen Volks- und Geistesgeschichte aufzubauen, zusammen mit der Heidelberger Dozentenakademie ein Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit unserer Universität zu werden. Sie haben gemerkt, das war ein Zitat von Krieg. Heidelberg. Am 14. Juni 1937 wurde zu Beginn der Woche der Universität die Wissenschaftliche Akademie des NSD-Dozentenbundes an der Christian-Albert-Universität Kiel in Form einer Rede ihres ersten Präsidenten, des Mediziners und Gau-Dozentenbundsführers Hans Löhr, eröffnet. Schon zu dieser Zeit, also bei der Eröffnung, hatte sie eine Satzung, wie Löhr hier erklärt, mit dem Gau-Dozentenbundsführer als Präsidenten, einem wissenschaftlichen Leiter und einem Beirat, zu dem außerdem auch der Rektor, die 4 Dekane, die Dozentenbundsführer der Christian-Albers-Universität und der Leiter des Amtes für Wissenschaft der Dozentenschaft sowie weitere ordentliche Mitglieder der Akademie gehörten. Ich bemerke am Rande, dass ich in meinen Aktenstudien eine Satzung der Göttinger NS-Akademie bisher nicht habe finden können. Die Kieler Satzung sah, wie bei den traditionellen Akademien damals üblich, ordentliche Auswärtige und korrespondierende, später auch fördernde und Ehrenmitglieder vor. Stolz sagte Löhr, ich zitiere, durch diese Satzung wird eine wissenschaftliche Fragestellung gewährleistet, die durch die Mittelpunktstellung der Begriffe Rasse, Volk, Raum, Geschichte und durch das Bekenntnis zur exakten Naturwissenschaft und ihrer völkischen Bedeutung gegeben ist. Maßgeblich treibendes Mitglied war neben Hans Löhr der Jurist und spätere Rektor der Kieler Universität, Paul Ritterbusch, der in die Geschichte der NS-Wissenschaftspolitik vor allem durch die sogenannte Aktion Ritterbusch, das heißt durch den ungeheuer produktiven Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften eingegangen ist, den er einige Jahre später organisierte. Sehr präsent in der Kieler NS-Akademie war ebenfalls der Philosoph Ferdinand Weinhandel. Ab Herbst 1937 ergingen die Einladungen zu den im Semester monatlichen Plenarsitzungen der Kieler NS-Akademie an das gesamte wissenschaftliche Personal der Universität ohne Rücksicht auf Mitgliedschaft in Partei oder NSD-Dozentenbund. Das war eine Konzession offenbar an das Ministerium durch Ritterbusch. Eine derartige Aktion gab es, soweit die Akten es mir sagen, in Göttingen nicht.
Auch in Kiel fand die feierliche Einweihung erst einige Monate nach der Gründung statt, am 21. Januar 1938, also vor fast 80 Jahren. Dies war die erste feierliche Einweihung einer wissenschaftlichen Akademie des NSD-Dozentenbundes überhaupt. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler war zugegen. Bei dieser Gelegenheit hielten der Reichsdozentenbundsführer Walter Schulze und Hans Löhr jeweils eine programmatische Rede. Schulze betonte einerseits die angebliche Übereinstimmung der neuen Akademie mit den Zielen des Amtes Rosenberg und arbeitete sich dann an drei Wesensmerkmalen der deutschen Universität und Wissenschaft ab: der Universitas Literarum, der Freiheit der Wissenschaft und der Einheit von Forschung und Lehre, wobei er jeweils deren historischen Ursprung und die Form ihrer erwünschten Verwirklichung im NS-Staat zu evozieren versuchte. Zitat: Wissenschaft hat nur dann eine Berechtigung, wenn sie zunächst einmal ihrem eigenen Volke nützt. Wir wollen keine Wissenschaft, die im luftleeren Raum hängt, aber auch keine, die sich zum Büttel irgendwelcher selbstsüchtiger Bestrebungen macht. Wir wissen wohl, dass man Wissenschaft nicht befehlen kann. Genauso aber wissen wir, dass wir in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass mit ihr nicht Schindluder getrieben wird. Nur einem soll unsere Wissenschaft dienen, und darin ist sie frei der Volksgemeinschaft und sonst niemandem. Die Aufgaben stellt uns die Geschichte ebenso wie das pulsierende Leben der Nation. Das Suchen nach der Wahrheit aber und der Weg zum letzten Ziel können nicht vorgeschrieben werden. Sie stehen im Belieben eines jeden Forschers und Lehrers. Damit aber bekennen wir uns gleichzeitig zur Freiheit der Wissenschaft, der Forschung und Lehre. Zitat Ende. Unter allen NS-Akademien war die Kieler bei weitem die produktivste. Die Arbeit war in Arbeitskreisen oder Arbeitsgemeinschaften organisiert. Die Liste ist relativ lang. Sie lässt Disziplinen erkennen, die sich relativ leicht der nationalsozialistischen Idee der Volksgemeinschaft anschmiegen ließen, neben der Geschichte, insbesondere Ur- und Frühgeschichte, auch Recht, Philosophie, teilweise parallel gedacht Philosophie zur Gestaltpsychologie, Literaturwissenschaft, auch Theologie. Daneben gab es offensichtliche Anknüpfungspunkte in allen Spielarten oder Anwendungen der Vererbungslehre. Es scheint, dass die Arbeitsgemeinschaften der Kieler NS-Akademie, von denen in den Berichten immer wieder betont wird, dass sie aus eigener Kraft zu ihren Ergebnissen gelangt seien, eine spezifische Praxis der wissenschaftlichen Arbeit vorzuleben, sich bemühten, für die in Anlehnung an die nationalsozialistische Idee der Volksgemeinschaft die kameradschaftliche Zusammenarbeit ebenso wichtig war wie eine holistisch gedachte Interdisziplinarität mit dem Ziel der Wiederherstellung der angeblich von der liberalistischen Ideologie zu ihrem Höhepunkt während der Weimarer Republik völlig zerschlagenen Einheit der Wissenschaft. Der Grenzlandcharakter der Kieler Universität legte die Beschäftigung mit nordisch-skandinavischen Themen darüber hinaus besonders nahe. Andererseits wurden bewusst Versuche gemacht, die exakten Naturwissenschaften in die NS-Programmatik einzubinden. Das geschah meistens in der Form von epistemologisch-historischen Reflexionen über die Naturwissenschaften oder sogar über die Mathematik. Es finden sich aber in den Kieler Blättern, und das ist eines, abgesehen von Jahresbänden der Akademie, ein Hauptveröffentlichungsorgan dieser NS-Akademie in Kiel, es finden sich in den Kieler Blättern auch Beiträge über naturwissenschaftliche Resultate zum Jahresplan und viele andere Aufsätze, die uns klar machen, dass es nicht nur um ideologische Allgemeinheiten geht. Also in diesem Band zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das Kleine auf der linken Seite sehen können, gibt es einen Artikel über die faschistische Grundlegung des Kolonialismus. Da wird das, was Italien in Eritrea, also in Abessinien gemacht hat, als Beispiel einer vorbildlichen faschistischen Kolonialpolitik dargestellt. Und diese Kolonialpolitik wird begründet wegen des völlig irrationalen Art und Weise, wie die Bevölkerung über den Globus verteilt ist im Verhältnis zu der Fruchtbarkeit der einzelnen Länder und so fort. Sie können sich vorstellen, was für Konsequenzen hier aus einer Kombination von demografischer und raumforscherischer Argumentation herauskommen.
Ich kann hier nicht auf das seit 37 existierende aus Zeitgründen SS-Ahnerbe und seine Forschungsprojekte eingehen. Ich weise nur im Vorübergehen darauf hin, dass der Wikingerforscher Herbert Jan Kuhn, der ja später auch Mitglied der Göttinger Akademie wurde nach dem Krieg, bei Veranstaltungen der Kieler NS-Akademie und in den Kieler Blättern durchaus präsent war. Soweit zu Kiel. Gerade zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung im Januar 1938 der NS-Akademie in Kiel, am 5. Februar 1938, wurde auch in Tübingen die Wissenschaftliche Akademie des NSD-Dozentenbundes in derselben Form inauguriert, welche dort am 24.06.37 durch den Anatom- und autodidaktischen Vorgeschichtsforscher Robert Friedrich Wetzel und den Tübinger Rektor Hermann Hoffmann ins Leben gerufen worden war. Obwohl Wetzel in persönlichen Schreiben alles getan hatte, um den Reichsführer SS Heinrich Himmler auch zur Teilnahme an dieser Feier sowie zum nachfolgenden Besuch einer Ausgrabungsstätte zu bewegen, sagte dieser letztlich ab. Wie die Kieler und im Gegensatz zur Göttinger NS-Akademie hat sich auch die Tübinger Gründung durch Veröffentlichung in mehreren Jahresbänden verewigt. Im Juni 1939 veranstaltete der NSD-Dozentenbund in München eine erste Jahrestagung der wissenschaftlichen Akademien des NSD-Dozentenbundes mit Teilnahme von Himmler. Sie war als erste einer Serie von jährlichen Zentralveranstaltungen gedacht, blieb aber die erste und letzte ihrer Art. Mit Dresscode, das sehen Sie hier rechts unten, Uniform oder dunkler Anzug, umrahmender Musik von Bruckner und Reger. Bruckners Büste war ja von Hitler selber in Walhalla eingeführt worden. Gemeinsamen Besuch von Shakespeares Richard III. Im Renaissance-Theater, anschließend geselligen Beisammensein im Festsaal des Künstlerhauses, handelte es sich um eine glamouröse und betont kultivierte Zelebration der dann in den Vorträgen vorgestellten Arbeiten aus Göttingen, Kiel und Thüringen. Vor allen Dingen ging es darum, auch dies eine traditionelle Rolle von Akademien, dass, wie wir heute sagen würden, Networking aller maßgeblichen Akteure der Forschungspolitik unter das Zeichen des NSD-Dozentenbundes zu stellen. So schrieb etwa, als eine punktuelle Evidenz hier, so schrieb etwa der Mathematiker Helmut Hasse am 14. Juni 1939 an seinen Hamburger Kollegen Erich Hecke, Zitat: Ich war letzte Woche zur Tagung der NS-Akademien, es war ganz eindrucksvoll und ich habe viel hinter die Kulissen schauen können. Ich traf dort auch Süß, der als Freiburger Dekan teilnahm, später wurde Süß Rektor der Universität Freiburg, er war der große mathematische Fachpolitiker jener Zeit, und überhaupt eine Menge famoser Menschen. Zitat Ende. Die letzte öffentliche Manifestation des NSD-Dozentenbundes in Bezug auf seine NS-Akademie-Projekte ist am 4. November 1940 zu verzeichnen, als Walter Schulze feierlich noch eine NS-Akademie an der Universität Gießen einweihte, von deren Aktivitäten mir sonst nichts weiter bekannt ist. Auf welche Reaktionen stießen die NS-Akademien? 1937 begrüßte das Reichserziehungsministerium zwar höflich die Neugründung, war aber sichtlich um seinen Einfluss besorgt und fürchtete Grabenkämpfe an den betroffenen Universitäten. Der Brief stellte fest, dass es sich einstweilen um Versuche handelte und dass von weiteren Neugründungen abzusehen sei, bis sich die neuen Institutionen bewährt hätten. Eine deutlich ablehnendere Haltung ergab sich bei Diskussionen auf einem Gau-Dozentenlager Berlin in Rüdersdorf. Und ich werde jetzt aus Zeitgründen diese an sich sehr schöne Stelle aus diesen Diskussionen zwischen einem Ministerialbeamten und Studenten auf diesem Gau-Dozentenlager überspringen und komme zu einem kleinen Dokument, das aus den Akten, das ich schon früher mal in den Akten gesehen hatte, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil ich ja so viele schwierige Texte vorgelesen habe. Das ist eine ablehnende Reaktion gegen den NSD-Dozentenbund, gegen Parteibestimmungen der Hochschule ganz allgemein, die Form eines Briefes des Mathematikers Oskar Peron in München an den Rektor der Ludwig-Maximilians-
Universität nimmt, 31.05.1939, als Antwort auf seine Einladung auf die von mir erwähnte große Zentralveranstaltung der NS-Akademien 39 in München. Ich lese den Brief vor. An der vom Herrn Reichsdozentenbundsführer Ministerialdirektor Prof. Dr. Walter Schulze veranstalteten Feier der Dozentenbundsakademien kann ich mich nicht beteiligen. Grund: Da ich weder Mitglied einer Dozentenbundsakademie noch überhaupt des Dozentenbundes bin, kann meine Beteiligung wohl nur in der Rolle eines wissenschaftlichen Ehrengastes gedacht sein. Nun bin ich aber Mitglied verschiedener deutscher wissenschaftlicher Akademien, und gegenüber diesen Körperschaften und ihren Mitgliedern hat der Reichsdozentenbundsführer in der Festrede bei Gründung der Dozentenbundsakademie Kiel seiner Verachtung dadurch Ausdruck gegeben, dass er erklärte, die deutschen Akademien hätten seit Leibniz wissenschaftlich nichts geleistet und seien heute nur als Gesellschaften von verkalkten wissenschaftlichen Veteranen anzusehen. Zweierlei ist denkbar. Entweder der Reichsdozentenbundsführer hat mit dieser geringen Einschätzung recht oder er hat nicht recht. Falls im ersten Fall kann es dem Reichsdozentenbundsführer gewiss keine Freude machen, unter seinen Ehrengästen so minderwertige wissenschaftliche Persönlichkeiten zu sehen. Ich möchte Ihnen diesen Anblick, was meine Person anbelangt, jedenfalls ersparen. Im zweiten Fall kann es aber mir nicht zugemutet werden, Ehrengast bei einem Mann zu sein, der die Akademien und ihre Mitglieder zu Unrecht derart verunglimpft hat und vermutlich wehrlos zuzuhören, wenn die Ehrengäste abermals in der gleichen Weise verächtlich gemacht werden. Heil Hitler! Ich komme zum Schluss. Wie erwähnt, war Helmut Hasse spätestens 1938 sowohl Mitglied der Traditionellen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen als auch der NS-Akademie. Umgekehrt wurden 1939 sowohl der Zoologe Karl Henke als auch der Tierphysiologe Walter Lenkheit, der seit 1937 Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät war, zu ordentlichen Mitgliedern der Traditionellen Akademie gewählt, derweil beide schon vorher der NS-Akademie angehört hatten. Und 1940 wurde aus dem Kreis der NS-Akademie der Geologe Walter Schriel in die traditionelle Gesellschaft der Wissenschaften aufgenommen. Schließlich, das hat Desiree Schautz in ihrem Vortrag hier in der Ringvorlesung an den Anfang gestellt, wurde sogar der Germanist Friedrich Neumann, der 37er Rektor, der von 33 bis Wintersemester 37, 38 Rektor der Göttinger Universität und ab 1937 natürlich Mitglied der NS-Akademie gewesen war, in die Göttinger Akademie aufgenommen. Die zunehmenden Überschneidungen zwischen der traditionellen Gesellschaft der Wissenschaften und dem Umfeld des NSD-Dozentenbundes legen die Vermutung nahe, dass erstere etwa ab 1939, also zu einer Zeit, als die NS-Akademien im eifersüchtigen Wettbewerb der NS-Instanzen, insbesondere gegen das Amt Rosenberg, offenbar den Kürzeren zogen, bei Zuwahlen darauf bedacht war, sich auch Mitglieder der alten Kameradschaft des Dozentenbundes einzugliedern. Dieser Prozess hatte zwei Seiten. Objektiv bewirkte er eine stärkere Politisierung der traditionellen Gesellschaft der Wissenschaften. Gleichzeitig konnte er zumindest insofern von einigen als Befreiung von extremer NS-Ideologie empfunden oder dargestellt werden, als er einherging mit der Verdrängung von Nazi-Terroristen, vor allem von Arthur Schürmann. Diese Verdrängung ebnete den Weg für die Kriegsrektoren Hans Plischke und Hans Drechsler und trug unter anderem wesentlich zu Plischkes Ruf als gemäßigter Rektor bei. Der 1940, ich zitiere, als Offizier und Professor von Breslau nach Göttingen versetzte Latinist Drechsler wurde 1941 aufgrund eines erstaunlicherweise rein wissenschaftlich begründeten Vorschlags von Karl Deichgräber, welcher die Unterstützung von Max Polenz fand, in die mittlerweile in Akademie der Wissenschaften umbenannte traditionelle Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften aufgenommen. Hans Drechslers Karriere beruhte wesentlich auf seinem Engagement im Dozentenbund und für die nationalsozialistische Durchdringung der Wissenschaften, insbesondere seines eigenen Faches. Gleichzeitig war er in Göttingen ein konsequenter Gegner der Gruppe um Arthur Schürmann und beförderte das stille Verschwinden der NS-Akademie.
Dem späteren Umgang der Akademie mit diesen Neuaufnahmen nach 1945 bin ich in dem von Eva Schumann erwähnten online stehenden Artikel nachgegangen. Das kann ich hier nicht machen. Ich schließe stattdessen mit den folgenden Ausführungen, mit dem folgenden Absatz. Diese, wie ich sagen würde, Anverwandlung an den nationalsozialistischen Geist lässt sich auch an den Veröffentlichungen der Göttinger Akademie aus den Jahren 38 und 39 ablesen. So veranstaltete sie am 7. Mai 1939 eine Sitzung mit geladenen Gästen, deren Wiedergabe in den Nachrichten der Göttinger Akademie Erinnerungen an die von Schürmann 1937 herausgegebenen Sammelbände aufkommen lässt. Alle vier Vorträge der Sitzung vom 7. Mai 1939, Drescher Kadens Eröffnungsansprache über, ich zitiere, die wissenschaftlichen Gesellschaften und ihre Zukunftsarbeit, Hermann Kees Jahresbericht über die wissenschaftlichen Arbeiten in der Gesellschaft, Hans Kienles, des Astronomen Aufgaben und Hilfsmittel astronomischer Forschung und Percy Ernst Tramms, die Sudetendeutschen, ihre Geschichte und Leistung, enthalten gegen Ende eine Huldigung an Adolf Hitler, was vorher in den Veröffentlichungen der Akademie nicht üblich war. Wenn diese Verbeugung vor dem Zitat Mann, der heute die Wertmaßstäbe in unserem Volke bestimmt, bei dem Astronomen Kiele auch nur dürftig den Neid auf die erstklassigen Zeiss-Geräte verdeckte, die der Führer im Mai 38 dem Duce zum Geschenk gemacht hatte, so legte jedenfalls Percy Ernst Tramm am Ende seiner Rede jede Reserve eines Historikers ab und schloss mit den Worten: Und wie wir früher gern mit denen vor uns tauschten, weil sie noch in der Zeit Bismarcks gelebt und ihn unmittelbar gespürt hatten, so werden wieder die, die nach uns kommen, auf uns blicken, weil wir lebten in der Zeit Adolf Hitlers. Es ist weder möglich, noch für die Geschichte der Institution erheblich, zu wissen, was die einzelnen Mitglieder der Akademie jeweils persönlich von jener Veranstaltung gehalten haben. Sollte es Entrüstung gegeben haben, so scheint sie jedenfalls keine Spuren in den Akten hinterlassen oder gar zu Austritten geführt zu haben. Spätestens ab 1939 war das Politische auch in Göttingen expliziter Teil des innerakademischen Diskurses. Dies jedenfalls hatte der NSD-Dozentenbund erreicht.